Hi ihr Lieben, heute geht es um ein Thema und zwar um das Umsteigen im Durchschwung. Das Umsteigen ist vielen eigentlich gar nicht so bewusst, weil die meisten tatsächlich immer an die Drehung als allererstes denken, was dabei passiert, habe ich ja auch schon mal in einem Video erklärt, dass wenn man sofort dreht, dass quasi ein elementarer Teil des Durchschwungs fehlt. Was ich damit meine, das erkläre ich euch jetzt. Um das nochmal ganz kurz ohne Schläger zu erklären, letztendlich ist es eine Drehung auf der Stelle im Rückschwung, dann ist es ein Umsteigen, sprich ein laterales nach vorne schieben und dann ist es ein Beinstrecken zusammen mit einer Körperrotation durch den Ball durch. Und die meisten denken ja tatsächlich, dass es eine Drehung im Rückschwung ist und eine Drehung im Durchschwung. Und ihr merkt selber, oder ihr seht ja selber, wenn ich das mache, dann bleibe ich eigentlich immer auf dem hinteren Fuß. Für mich jetzt das rechte, auf dem rechten Bein. Für die Linkshänder natürlich auf dem linken Bein würde ich immer hinten hängen. So, jetzt gibt es das berühmte Umsteigen. Also sprich dieses Laterale nach vorne umsteigen. Das kennt ihr vom Tennis. Wer Tennis gespielt hat, dieser Schritt nach vorne. Dieser Schritt findet natürlich beim Golf nur gedanklich statt. So, jetzt habe ich dafür einen Drill für euch, der euch dieses Ganze einfach mal beibringen soll, was eigentlich genau passieren soll. Ihr sollt quasi nach vorne durch. So, jetzt habt ihr hier zwei Bälle. Der vordere Ball ist aufgeteet. Der hintere Ball liegt jetzt quasi für mich so, das ist jetzt hier mein achter Eisen. Das liegt leicht links von der Mitte. Also das wäre dann eigentlich genau richtig für mich. So. Und wenn ich diese Übung mit meinen Schülern mache, dann denken sie, jetzt kommt dann irgend so ein Trickschlag. Aber eigentlich ist es überhaupt kein Trickschlag, weil der mittlere Ball jetzt gleich mal weg ist. Das ist ja eigentlich nur, um für sich so eine Position zu finden. Also so, ihr müsst ihr das denken, es liegt, der hintere Ball liegt in der Mitte, dann kommt der eigentlich weg. So, und der linke Ball bleibt dann bei euch am linken Fuß liegen. Aber der Schlägerkopf bleibt hier in der Mitte stehen. So, was jetzt passiert, das solltet ihr mal angucken. Also ihr seht selber, es zwingt mich ja tatsächlich diese Absicht, den Ball vorne zu treffen. Es zwingt mich, nach vorne lateral durchzugehen. Wenn ich jetzt hier drehen würde, würde ich den Ball eigentlich gar nicht richtig erwischen, beziehungsweise er würde mega nach links gehen. Also diese Ballposition, beziehungsweise wenn er aufgeteet ist, vorne zwingt mich, nach vorne durchzugehen. Das funktioniert tatsächlich bei den meisten und viele fragen mich dann auch immer wieder, ob sie das nicht eigentlich immer machen sollten, dass sie den Ball nach links legen sollten, wo ich sage, nee, ist eigentlich keine so gute Idee. Das Aufgeteete, das muss auch so sein, weil der Schläger irgendwann ja sowieso wieder nach oben gehen wird. Also sprich von diesem Ballboden, irgendwann wird er wieder nach vorne gehen, vor allem wenn er so extrem links liegt und vor allem läuft er dann schon Gefahr, dass die Schlagfläche sich auch schließt und dann der Ball sich nach links verabschiedet. Also dieser Drill, einfach den Ball links aufzuziehen und die Schlagfläche, braucht ihr nicht den zweiten Ball dann unbedingt, aber für den Anfang vielleicht schon, so ein bisschen Richtung Mitte Stand zu positionieren, den Ball wegzukicken und dann die Absicht haben, wirklich nach vorne durchzugehen. Das ist essentiell für euch, für diesen Umsteigemodus. So, also ihr Lieben, das ist jetzt definitiv der Drill, den ich mit den meisten Leuten mache, die immer zu lange am hinteren Fuß stehen bleiben und somit entweder auf den Hook oder aufs Toppen oder natürlich auch den fetten Treffmoment kommen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen. Ich freue mich auf sämtliches Feedback. Probiert es mal aus. Mich würde interessieren, ob euch das was bringt. Schreibt mir auf Facebook, auf Instagram und natürlich hier auf YouTube und ich freue mich drüber. Also euch viel Spaß und viel Erfolg damit. Bis dann. Ciao.